Hallo YouTube, mein Name ist Joe von Joe hilft dir mit einem weiteren Tutorial für euch. Einige von euch haben gesagt, naja, wenn du jetzt täglich Videos raushaust, dann gibt es ja nur immer so eine kleinen Quick-Tipps und ihr würdet auch gerne mal wieder größere Projekte sehen. Und ich würde mal denken, dieses Borderlines-Charakter-Intro ist ein größeres Projekt. Auf jeden Fall, wie ihr schon seht, dieses Video wird recht lange sein und ich schätze mal so, es wird länger als eine halbe Stunde dauern. Also das Video. Ja. Selbst wer nicht wissen möchte, wie der Effekt funktioniert, kann sich trotzdem gerne das Video anschauen, weil ich tausende kleine Tipps und Tricks für Sony Vegas und auch für Adobe Photoshop. Ja, euch präsentieren werde. Okay. Also, ich wurde angefragt, ob ich wüsste, wie so etwas funktioniert. Er hat das bis jetzt einmal von der Privatperson gesehen, dass jemand das eben getestet hat, wie das funktioniert. Und diese Person hat behauptet, das geht nur mit Adobe After Effects. Und ich habe ihm jetzt gezeigt, das geht auch mit Sony Vegas, wenn man weiß wie. Es ist mir vielleicht nicht ganz so gelungen, weil ich den Cartoon-Effekt irgendwie ein bisschen seltsam finde. Und naja, ich hätte es auch besser machen können, sage ich mal. Vielleicht mache ich es jetzt ja besser. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier unsere Aufnahmen, die ich vorweg gedreht habe. Einmal aus dieser Perspektive das Beste gewählt und dann noch so etwas. So. Ich denke mal, das kriegt ihr auch selbst hin, ohne dass ich da groß was erkläre. Eben euch filmen. Das hier ist übrigens der Green Man Suit. Ist ziemlich cool. Wie gesagt, Review wird darüber kommen. Freue ich mich schon sehr drauf. Ja. Ja, eine Szene, dann Schnitt und dann die zweite Szene. Daran ist noch nichts verändert. Außer eben hier auf Datei neu und dann die ganzen Einstellungen auch schon getan. Okay. Ja, was machen wir da am besten als erstes? Ich würde mal denken, wir hauen uns diesen Borderlands-Cartoon-Effekt rein. Aber wo kriegen wir den her? Den haben wir hier nicht standardweise bei uns in den Video-FX. Aber ich habe dann mal mich umgeschaut, beziehungsweise ich habe diese Effekte schon länger. Ich hatte die nur nicht installiert zur Zeit von den letzten Tutorials. Und zwar sind das New Blue FX, also New Blue Effekte. Und die bekommt ihr, wenn ihr auf der Seite newbluefx.com seid. Alle Links und Infos stehen auch nochmal in der Beschreibung drin. Falls ich irgendwas vergessen habe, schreibt das gerne in die Kommentare, dann werde ich das hinzufügen. Ich bin ja auch nur ein Mensch. So, hier könnt ihr Video-FX, Audio-FX euch runterladen oder das Ganze kaufen. Ich gebe euch noch einen Tipp, schaut euch mal dieses Video an. Das ist übelst schlecht gemacht. Nachdem ich das Video hier gesehen habe, würde ich die Produkte nicht kaufen. Naja, ganz ehrlich, weil die haben die sowas von schlecht angewendet, sowas von unpassend. Egal, wenn wir hier auf VideoFX gehen, sehen wir hier, da haben wir einen ganzen Arsch voll von VideoFX und auch Paint Blends und Paint Effect. Das heißt, Paint VideoFX und Paint Übergänge. Gehen wir jetzt mal auf Paint Effect zum Beispiel rauf, weil wir das für dieses Tutorial eben brauchen. Sehen wir hier. Hier wird schon ein Video abgespielt, wo die diese Effekte testen. Was übrigens auch ziemlich ruckelig und schlecht ist und 8 Sekunden lang und naja, aber was soll's. Okay, hier können wir uns aussuchen, ob wir es für Windows, ja, ob wir es für Windows oder für Apple kaufen möchten. Es kostet 139,95 in Dollars. Oder die Testversion für Windows oder für Apple, also für Mac. Limited time use before watermark appears. Wenn ihr es runterladet und installiert, habt ihr 30 Tage Zeit, könnt ihr es dann uneingeschränkt nutzen und danach erscheint ein Watermark, also ein Wasserzeichen in der Mitte von eurem Video, wenn ihr diese Effekte benutzt. Aber wenn ihr die jetzt runterladet und den Effekt testen wollt, dann erscheinen die noch nicht und wenn ihr dann euer Video rendert, dann erscheinen die später auch nicht im Video. Wenn ihr das Video gerade auf YouTube habt, kommt dann nicht auf einmal Pum. Wasserzeichen. Naja, ihr wisst schon. Hier unten steht dann noch, was für welche Programme geeignet ist. Denn diese Effekte sind nicht nur für Sony Vegas geeignet, sondern auch für
Adobe After Effects, ich guck mal, Adobe After Effects 7 oder höher, CS5 zum Beispiel, bis 64-Bit-Version, achso, und von überall, wo es gibt, die 32- und die 64-Bit-Version. Magix, ja, Sony Vegas hier, Pinnacle Studio, Coal Video Studio, Avid, AVX, Apple Motion, Apple Final Cut Pro und so weiter. Adobe Premiere. Und ja, ladet ihr es dann runter. Dann habt ihr hier eure Exe-Datei, führt die dann aus und dieses Programm, also die Exe-Datei, weiß automatisch bzw. merkt automatisch, welche Programme ihr davon auf eurem Rechner habt. Also bei mir hat er gleich angezeigt, du hast Sony Vegas in der Sony Vegas Pro in der 32-Bit-Version. Ich denke mal, die funktionieren aber auch für die Nicht-Pro-Version. Ja, und dann, falls er irgendwas übersehen hat, könnt ihr ja noch ein Häkchen setzen und das dann installieren. Oder wenn ihr mehrere Programme davon habt, aber das nur auf einem Programm haben wollt, könnt ihr auch ein Häkchen rausnehmen. So, dann müsst ihr euer Sony Vegas neu öffnen. Und seht dann hier bei VideoFX so eine Menge an neuer VideoFX. New Blue PE, Cartooner Plus und Cartooner Plus OpenFX. Die ganzen Effekte sind jetzt neuerdings, früher war das noch nicht so, auch als OpenFX verfügbar. Was bedeutet, ich denke mal, wenn die 31 Tage um sind, dass ihr dann trotzdem noch diese OpenFX benutzen könnt, ohne dass da ein Wasserzeichen drauf ist. Aber die normalen eben nicht, weil da ein Wasserzeichen drauf ist. Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden? Die sehen doch jetzt eigentlich recht gleich aus. Der Unterschied, den bemerkt ihr, wenn ihr euch davon mal irgendwas auf einen Videoclip klatscht. Dann habt ihr diese ganzen Einstellungen mit den Reglern, die ihr hier so vor und zurück bewegen könnt. Und bei der OpenFX-Version sind das, ja, ist das ein bisschen weniger. Von den Einstellungen habt ihr ein bisschen weniger Freiheit. Was ist das hier eigentlich? Ach, animieren. Cool. Okay. Wisst ihr. Ich werde jetzt aber dann die Plus-Version, also nicht die OpenFX-Version benutzen, weil ich das auch schon bei meinem Beispiel gemacht habe. Und da dann eben ja, genauer weiß, wie es funktioniert. Und wenn ihr es runterladet, habt ihr, wie gesagt, auch sowieso die Plus-Version, die ganz normale, zur Verfügung für 30 Tage. So, und ich denke mal, ihr braucht keine 30 Tage, um diesen Effekt herzustellen. Wie gesagt, ihr könnt euch auch gerne mal die anderen Effekte anschauen. Ein Stabilizer, also ein Stabilisierer, ist da zum Beispiel auch bei. Ja. Okay. Wenn ihr das Ganze habt, ja. Wir brauchen dafür den Cartoon Air Plus. Und den haue ich mir doch jetzt einfach mal hier rein. Verändern werden wir den sowieso gemeinsam. Und ja, das hier sind die ganzen Einstellungen. Das müssen wir natürlich auf beiden Clips machen. Also machen wir es erst auf einen und dann merken wir uns die ganzen Daten hier natürlich auf einmal so auf dem Kopf, im Kopf und fügen das dann auch darüber. Okay. Jetzt zuerst die Linien, die Außenlinien sind das. Die ersten vier ja, Optionen sind nur für die Außenlinien. Einmal Density. Ja, was auch immer das heißt. Tut mir leid, ich kenne nicht jedes Wort auf Englisch. Aber ihr seht ja, was das verändert da in der Vorschau. So, was ich euch noch sagen möchte, ist noch ein Tipp. Vorschau ist normalerweise auf Vorschau Auto. Steht hier. Und wenn ihr raufklickt, könnt ihr wählen. Zum Beispiel hier Entwurf, Vorschau, gut oder optimal. Und wenn ihr auf optimal und voll macht, und das auch später in optimal rendert, denn wird es anders aussehen, als wenn ihr in der Vorschau Vorschau habt. Deswegen werde ich es jetzt auf optimal voll stellen, damit ich auch sehen kann in der Projektdatei, wie es später aussehen wird, damit ihr jetzt nicht hier irgendwas einstellt und dann später euch wundert, nachdem ihr es gerendert habt, dass es anders aussieht. Das wird zwar ein bisschen mehr von meinem CPU beanspruchen, aber ja. Das bedeutet einfach nur, dass es ein bisschen länger dauert, bis er hier was ändert. Also, beziehungsweise, falls euer Rechner nicht so gut ist, könnt ihr auch wieder Vorschau Auto stellen. Dann stellt ihr hier irgendwas ein. Und dann könnt ihr danach dann auf optimal gehen. So, Clean Up, damit die Linien
gecleant werden, also klarer werden. Denn die Breite machen wir jetzt auf 40. Die Linien schauen auch jetzt ziemlich dick aus. Geht ihr auf optimal und voll, sind sie ein Stückchen dünner. So. Oh. Moment, ändert sich's noch? Ja. So, von daher, ich will jetzt dann auch mal auf Vorschau Auto erstmal stellen. Und Mix, was macht Mix? Ah, okay. Die Stärke, also farbliche Stärke von den Linien, das könnte ich jetzt mal auf komplett hochstellen. So, dann hier Paint, die Farbe und das alles gehört dann dazu. Layers, die Ebenen, die Anzahl der Ebenen. So, umso mehr Ebenen ihr habt, desto klarer sieht es eben aus und umso weniger, wie ihr hier seht. Naja, kennt ihr, wisst ihr wahrscheinlich, was das ist. Smooth, wie weich das ist, die Kanten der einzelnen Ebenen. So oder so. So, Sharpen, da könnt ihr dann die ganzen Ebenen schärfen. Aber nein, wir wollen die Smooth haben. Und Shading, ja, erhält das Ganze irgendwie oder macht da so einen leichten Rahmen rum, keine Ahnung. Ach, was ich noch sagen wollte, nachdem ich das gemacht habe, habe ich mir übrigens wieder Borderlands installiert und das heute auch schon ein paar Stunden gespielt. Ist ein echt gutes Spiel, also wer es noch nie gespielt hat, kann ich nur empfehlen. Ups. Twilight, click here to activate. Habe ich aus Versehen aufgeklickt. Könnt ihr entweder hier kaufen oder mit einem Serial Code aktivieren. Und ja, Cancel mache ich jetzt mal. So, Color Shift. Da könnt ihr dann die Sättigung erhöhen. Beziehungsweise, wie es aussieht. Ach so, ja. Wenn es weiter runter geht, geht es in Blau. Keine Ahnung wieso. Und hier könnt ihr dann auch die Farbe ändern. Falls ihr zum Beispiel. Nein. Genau andersrum. Color ist die Sättigung. So, mache ich mal auf so. Und Color Shift, da könnt ihr dann hier zum Beispiel Green Man zu Blue Man machen. So, und dann Brightness, Helligkeit. Die komplette Helligkeit. So. Kontrast, ist glaube ich auch jedem klar. Blend. Überblenden. Also den. Ja, ich denke mal, wie doll der Effekt angewendet wird, das ist jetzt hier so allgemein. Das Allgemeine, wenn ich auf 0 mache, dann ist es wieder original. So ziemlich. So, dann haben wir das jetzt hier erstmal fertig gemacht. Das Ganze müssen wir jetzt auch nochmal auf dem anderen Clip machen. Deswegen empfehle ich euch, das so ziemlich am Anfang zu machen, weil wenn ihr das dann alles erstmal cuttet, dann müsstet ihr das für jeden Einzelnen machen. Und ich habe bis jetzt noch nichts rausgefunden, wie man die Effekte kopieren kann. 75, 8. Okay, mache ich mal so. Circa jetzt dann erstmal, weil ich ja eure Zeit nicht verballern will. Clean up auf 100 und white auf 38. Clean up 100, white 38. Mix 100, layers 76. Mix 100, layers 76. Ihr müsst jetzt auch nicht meine Maße kopieren, weil, wie gesagt, ihr müsst das VR-Projekt machen. Und ich hätte mal vorher darauf achten müssen, ob das jetzt bei Optimal voll so gut aussieht. Aber so, mache ich mal einfach schnell. Okay, Optimal voll. Ja, doch, kann man eben. ja, doch. So. Und wieder Vorschau Auto. Alles klar. Bin ich noch hier drauf? Ja, 43 und 18. Und 39 und 41, 39 und 41. So, und das kann auch so bleiben. Leute, was ich euch noch sagen wollte, ich habe übrigens die englische Uncut-Version von Borderlands. Aber hab mir die auf Deutsch umgestellt, weil wenn man sich auskennt, dann muss man nur im Verzeichnis wirklich von Language ist gleich INT auf Language ist gleich die EU stellen, weil in der englischen Sprachausgabe, die kannst du nicht auf Deutsch umstellen von der Sprache im Spiel,
Aber wenn du da in so ein Verzeichnis reingehst und einfach DEU anstatt INT, also International, denke ich mal, einfach DEU, also für Deutsch reinschreibst, dann ist alles auf Deutsch. Wie blöd ist das denn? Der Untertitel, alles, was sie sagen, die ganzen Aufgaben, Hauptmenü, alles. So schlecht, Leute, ganz ehrlich. So könnt ihr übrigens auch bei den meisten Spielen denn die Uncut-Version einfach auf Deutsch kriegen, falls sie nicht einfach so auf Deutsch gehen sollte. Ja. Nur jetzt mal so meine Meinung gegen diese ganzen Zensur-Dinger hier in Deutschland. So, und wie ihr jetzt schon seht, wenn ihr das abspielen wollt, wird es wahrscheinlich ziemlich laggy sein. Das liegt an dem Effekt. Und ich gebe euch noch einen Tipp. Wenn ihr das dann jetzt bearbeiten wollt, ihr wisst ja jetzt, wie das mit dem Cartoon aussieht, schaltet hier einfach den Effekt erstmal wieder aus. Den könnt ihr ja später wieder einschalten. Dann könnt ihr aber jetzt erstmal beruhigt Cuts vornehmen. Was mache ich denn jetzt als erstes hier als Cut? Ich habe hier einen kleinen Zeitlupeneffekt reingebracht, weil, um genau zu sein, ich habe mir Charakterintro von Mordecai so ein bisschen als Vorbild genommen, von dem Hunter, von dem Jäger. Und ja, der hat auch, der schmeißt seinen Dolch da oder Schwert, was auch immer das sein soll, da so hoch und da ist dann so ein Zeitlupeneffekt. Und da kommt jetzt ein weiterer Zeitlupentipp für euch rein. Denkt ihr auch hier einfach Steuerung gedrückt halten und dann nach rechts ziehen? Ja, aber noch was anderes. Okay. Hier fang ich an mit den Hut mir raufzuhauen. Letzten Frame davor drücke ich einmal S. Dann so geht's so weiter. Und ich mach mal bis. So, jetzt ist der Hut drauf, sage ich mal. Drücke ich wieder S, um einen Cut reinzubringen. So, meine Stimme versagt gerade irgendwie, das ist absolut nicht gut. So, jetzt können wir das Ende, also alles, was danach kommt, erstmal ein bisschen nach rechts schieben. Und jetzt könnten wir einfach, wie gesagt, mit Steuerung gedrückt gehalten, hier rechts dran ziehen, um da dann eben Zeitlupe reinzubringen. Zeitlupe. Aber ich habe noch einen weiteren Effekt für euch, einen weiteren Trick für euch. Und zwar Zeitlupe. Wenn es direkt von normaler Geschwindigkeit auf direkt eine bestimmte Einstellung von Zeitlupe und dann wieder direkt auf genaue Geschwindigkeit ist, das sieht nicht so gut aus. Da gibt es einen kleinen Trick, wie ihr das Ganze smooth, wie ihr das Ganze weicher, den Übergang weicher machen könnt. Und zwar mache ich da gerne 1, 2, 3 Bilder, also 1, 2, 3 Frames. Könnt ihr einfach mit den Pfeiltasten hier so rübergehen. Dann mache ich einen Cut mit S und dann dasselbe nochmal von ganz rechts. 1, 2, 3. So, habt ihr jetzt Anfang und Ende. Und da möchte ich einfach machen, dass der Anfang und das Ende schon ein bisschen in Zeitlupe ist, aber noch nicht so doll. Das bringt eben diesen Übergang. Und normaler Mensch sieht das ganz normal, wenn er sich das jetzt so anguckt, nicht. Aber irgendwie so im Hinterkopf merkt man, denkt man sich schon, ja doch, sieht recht nice aus. So, das sind jetzt 3 Frames. Das möchte ich einfach auf 4 Frames bringen. Wie gesagt, Steuerungstaste gedrückt halten und ein weiter nach rechts ziehen. So, das sind jetzt 4 Frames denn. Und das ja, kann ich natürlich auch nach links hier so machen. Und das sind dann auch 4 Frames anstatt 3 Frames. Wusch. So. Das ist so kurz. Das seht ihr nicht mal, den Clip. Nicht mal wirklich. Von daher, wie gesagt, fällt es auch nicht so auf. Und dann könnt ihr hier eben von mir aus doppelte Geschwindigkeit den Clip mit Steuerung gedrückt halten, länger ziehen. Mal anschauen. So, sieht doch gut aus. Aber bevor ich es jetzt vergesse, den Ton brauche ich in meiner Aufnahme nicht. Von daher, wie haue ich dann den Ton raus? Ich gehe auf den Clip, drücke die U-Taste, damit die Gruppe gelöst wird, der Audio-Clip und der Videoclip, und kann dann mit der Entferntaste den Clip entfernen. Wenn ich jetzt einfach so hier raufgehen würde und Entfernen klicken würde, würde der Videoclip mit entfernt werden. Von daher U und entfernen, U und entfernen, U und entfernen, U und entfernen. Ja. Und hier nochmal U und entfernen. Weil ich da ja später sowieso Musik und Video und Audioeffekte reinklatschen werde, Soundeffekte. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es im Tutorial machen werde, weil das ein bisschen
Naja, doch, kann ich machen. Werdet ihr sehen. Weil das nicht so spannend ist, aber naja, wie gesagt, ich darf ja auch nicht die echte Musik benutzen, weil die eben Copyright geschützt ist. Deswegen war es vielleicht ein bisschen komisch, das andere Intro, was ich euch so gezeigt habe. So, jetzt habt ihr das Ganze hier so schon. Was jetzt hier nur noch fehlt, sind eigentlich die Soundeffekte größtenteils. Dann haben wir den Anfang schon fertig. Aber jetzt komme ich dann mal dazu, was eigentlich das Wichtigste ist. Für mich ist das das Wichtigste. Und zwar dieses Ende mit dem Motion Background. Wie kriegen wir das hin? Man könnte das so einigermaßen in Sony Vegas hinkriegen, aber ich bevorzuge denn doch ein Bildbearbeitungsprogramm zu benutzen. Wenn ihr für kein Geld ausgeben wollt, GIMP ist wie gesagt da und damit sollte man dasselbe hinkriegen, wie ich jetzt das in Photoshop euch zeige. So, was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür natürlich von dem letzten Bild das Standbild. Da geht ihr einfach bis ganz nach rechts und auf den letzten Frame. Und das wäre bei mir dieser hier. Da habe ich natürlich schon beim Schneiden drauf geachtet, dass der letzte Frame ein recht gut aussehender Frame ist. Oh, ist das schick. So. Dann Snapshot in Datei speichern. Oder Snapshot in Zwischenablage speichern. Das ist hier drüber, diese kleine Diskette. Könnt ihr entspeichern. So, Bild 2. Merkt euch das mal. Das habe ich jetzt in meinen Borderlands Intro-Ordner drin. Speichern. So, hier ist der Borderlands Intro-Ordner. Da habe ich dann schon mal alles reingeklatscht, was ich dafür gebraucht habe. Sieht mehr aus, als es eigentlich ist. Ja, denken wir doch in Adobe Photoshop und ziehen uns jetzt hier Bild 2 rein. Boom. So. Ja, das ist jetzt unser Bild. Was machen wir jetzt? Als erstes lösen wir die Ebene, beziehungsweise werden diesen Hintergrund als Ebene, ja, eben, dass es nicht mehr fixiert ist, klicke ich mal rauf, wie heißt das genau, als Ebene einsetzen. So, jetzt heißt es Ebene 0 und nicht mehr Hintergrund. Das heißt, ihr könnt das Bild jetzt bearbeiten. Als erstes gehen wir auf diesen Radiergummi, nicht auf diesen Radiergummi, sondern auf den Radiergummi und dann suche ich mir erstmal eine normale Brush aus. Wie heißen eigentlich die normalen Brushes? Scheiße, die muss ich jetzt erstmal hier schnell suchen, denn dank Warbird habe ich jetzt hier so einen ganzen Haufen voller Brushes. Moment, Moment, Moment. Ich habe gerade überlegt, nehme ich überhaupt auf, weil das wäre sonst ziemlich fatal gewesen. Natürliche Spitzen, Natural Brushes, nein, Pinsel allgemein, genau, Pinsel allgemein, da ist es. So, und dann nehme ich einen Pinsel mit der Härte auf 100% und Hauptdurchmesser ist, naja, recht egal. Achso, mit der Raute-Taste könnt ihr eure Pinselspitze vergrößern und mit Ö verkleinern. Ist auch noch so ein kleiner Quick-Tipp, Shortcut, wie auch immer. Und dann schneidet ihr es recht grob hier mal so ein bisschen aus. So. Moment. So. So. Alles klar. Das sieht doch jetzt wunderhübsch aus. Und ich würde euch liebend gerne zeigen, wieso ich jetzt diesen Rand dran lasse. Denn bei dem Spiel ist es eben so, dass die alle noch so einen ausgefransten Rand um das Bild rum haben. Und das möchte ich jetzt auch machen. Das sieht natürlich so schon mal ein bisschen blöd aus. Aber bevor ich diesen ausgefransten Rand richtig mache, möchte ich was anderes machen. Und zwar ist der Hintergrund jetzt ja ziemlich grau. Und da habe ich Glück gehabt, dass das alles eine Farbe ist. Und das möchte ich auf so weiß bringen. Oder ja einfach mal heller machen. Wähle ich, gehe ich auf Auswahl, Farbbereich. Und wenn ihr das Sin City, Photoshop Sin City Effekt Tutorial gesehen habt, wisst ihr, was ich jetzt mache. So. Oh, Moment. Ist das da jetzt Shift gedrückt gehalten und dann kann ich hier noch mehr auswählen. Da noch ein bisschen. Und hier oben fehlt auch noch was. So, und wie ihr jetzt seht, alles das Graue ist ausgewählt. Ungefähr mache ich jetzt mal die Toleranz ein bisschen höher, dann ist das gehen. So, perfekt. Zack, ausgewählt.
Steuerung und U und Helligkeit. Ja. So, ich weiß, ich bin Gott. Alles klar. So, Steuerung und D, um die Auswahl aufzuheben. Dann erstelle ich mal eine schwarze Ebene darunter, damit wir oder ihr jetzt auch seht, was ich hier genau mache. So. Alles klar, was machen wir jetzt? Jetzt möchten wir den Rand. Ich weiß, das sieht ein bisschen bescheuert aus, aber könnt ihr besser machen, wenn ihr wollt. Oder eben, naja, besser machen. Jetzt hier nochmal alles weiß und ja. Aber wir müssen jetzt das Ganze eh ändern, indem wir wieder Radiergummi nehmen und uns dann irgendeinen Brush aussuchen, womit wir die Ränder so ein bisschen abgefetzt kriegen. Da mache ich jetzt hier, weil ich die alle noch nicht kenne, habe ich jetzt hier Roman Abstrakt. Mal gucken, hilft das was? Nee, das hilft mir bestimmt nicht, das Mist hier. Muss ich jetzt hier so ein bisschen auf gut Glück. DP Brushes. Okay. Hilft nicht. So, ich hoffe mal, dass das nicht zu lange dauert. Das sieht auch schon recht gut aus. Das könnte helfen. Ja, das teste ich erstmal. Und damit, als Radiergummi, geht ihr natürlich wieder auf eure Ebene. Und löscht ihr so ein bisschen weg, damit das, was jetzt schwarz wird, ist natürlich dann nachher unsichtbar, also durchsichtig. Ja. Super. Zack, zack, zack. Naja. Muss ich gleich nochmal was anderes suchen. Nehme nochmal das Ding hier. Nee, das hilft nicht. Ja. Robots and Wires. Klar, eine Disco-Kugel klatsche ich jetzt hier hin. Passt auch super. Vector Curves. Ja, nee. Vektorkurven. Pinsel für Spezialeffekte. Tank Pattern Gouache. Ah, nee. Technical. So, ich muss das jetzt hier ein bisschen auf gut Glück machen, wie ich schon gesagt habe. Ihr kennt ja hoffentlich eure Brushes, außer wenn ihr das hier auch runtergeladen habt. Von Robert. Want Brushes with Size. Ist das nicht der Standard? Wasten Grungy. Naja, jetzt nur mal um zu zeigen, damit es nicht so lange dauert, habe ich gerade kein Glück. Mach das jetzt hier so ein bisschen. Naja, das ist viel zu weich. Die Stärke muss höher sein und ich kann die Stärke hier nicht. Also die Härte nicht hier einfach so ändern. Was ist das denn für Mist hier? Deswegen tut es mir jetzt auch leid. Mann, komm noch mal. Fortuna, sei doch mal mein Freund. Moment. Ist das denn alles hier für ein Mist? Da braucht doch kein Arsch. Shadows. Bestimmt nicht. Skullbrushes, Skull, Smokes and Clouds. Gott. Warn Brushes. Na, da war ich doch schon. Rabista. Quadratische Spitzen. Pinsel für Spezialeffekte. Peace Now 6. Hilfe! Photoshop, bla. Nickmeister, Brush Set. Nick Meister, du hast hässliche Brushes. Klar. Glaubst du nicht, ne? Roman, 100k. Klar. Was habt ihr denn geraucht, alles? Sag mal. Das hilft mir jetzt auch nicht. Och Gott. Leute, ihr wisst jetzt, wieso das Video so lange ist. Ah, das sieht auch gut aus. Wie hieß das? Scheiße, das war hier irgendwas. STS Syn Render Set 4, glaube ich. Ja, okay. Also, wenn ihr es auch runtergeladen habt und dann sowas sucht, dann. Oh, okay. Naja, besser als nichts. Da muss ich jetzt hier tausende Male raufklicken überall. Erstmal so, damit die
kranken Kanten hier weggehen. Oh, das. Da habe ich ihm jetzt. Habe ich jetzt dem Green Man in die Schulter reingehackt. So, und so. Und so nehme ich mal was anderes von hier. Nein, natürlich kein anderes Bosch-Zelt. Naja, nehmt euch am besten irgendwas mit einer großen Härte. Zum Beispiel hier irgendwie so Baumastmäßiges. Das passt dann eher. So. Und damit ich euch jetzt nicht noch länger daran langweile. Oh, hier muss noch. Oh, schon wieder voll in die Fresse. So. Der erste Teil von dem Motion Background ist fertig. Ach, jetzt nehmen wir das hier weg. Die schwarze Ebene können die von mir aus auch löschen. Und Datei Speichern Undro. Borderlands Intro nehmen wir mal hier. Green Man Render. Und natürlich als PNG-Datei, weil es ja, weil wir ja den Hintergrund durchsichtig haben möchten. Speichern. So. Was brauchen wir als nächstes? Wie ihr vielleicht gesehen habt, ist der ganz normale Hintergrund eigentlich, wenn ich es finde, komm. Nur eine Textur, und zwar diese hier. Aber was hat sich denn da so bewegt? Das war ein Rising Sun Brush, den ich jetzt mit euch erstellen möchte. Okay, das wäre dann unser Hintergrund, den wir dann noch reinhauen werden. Beziehungsweise das könnte ich jetzt mal machen. Moment. Jo. So. Denn Umschalter, Bildseitenverhältnis beibehalten. Nö. So, und 7 und 3 Frames. Das heißt, wir gehen mal so bis 10 und 3 Frames. Dann ist das genau 3 Sekunden lang da am Ende. Und da die Textur so eine große Auflösung hat, wenn euch das nicht gefällt, was ihr da gerade seht, könnt ihr auch einfach so ein bisschen reinzoomen und das so noch bewegen. So sieht das auch besser aus, meiner Meinung nach, jetzt gerade oder passender. Und dann könnt ihr auch, wenn ihr schon mal sehen wollt, was jetzt gerade abgeht, werde ich für euch denn jetzt mal Green Man Render raufhauen. Nein, Mist. Ah. So. Bisschen weiter runter. Zack. Zack und zack und zack. Das muss noch ein weiter runter. Weil wir jetzt hier unser Rising Sun Zeug machen und darüber kommt noch eine Ebene und zwar mit Text. Denn, ich hab was vergessen. Och, das ist so ein übelstes Über-Tutorial, wo man tausende Dinge beachten müsste und ich aber übelst verplant bin. Die Sättigung stellen wir am besten noch ein bisschen runter. Wieso? Weil die Sättigung ein bisschen runtergestellt wurde. Von mir aus. Und auch die Helligkeit. Naja, muss nicht unbedingt. Aber die Sättigung ist, geht weiter runter bei diesen Charakter-Intro-Dingen und wir wollen das ja nachmachen. So gut wie in unserem eigenen Stil. Jetzt nenne ich das einfach mal Bild 2. Nein, nicht JPEG. .png. Komm. So. Bild 2. Kopie. Ja. Da rein. Hau ab, du. So. Alles klar. Zack und zack. So. Und weil das jetzt hier in der Mitte ist noch und ich es bei mir so ein bisschen nach rechts geschoben habe, weil hier links noch Schrift kommt, wie machen wir das am besten? Wir gehen hier einfach mal, sind denn hier so und zoomen mal ein bisschen ran, um zu sehen, wie viel Zeit da verstrichen ist. Gehen mal hier 0,2, 0,3. Moment, das sind Frames. 3 Frames, naja.
sagen wir mal 10 Frames, das ist eine Drittelsekunde. Und da ziehen wir das dann eben, oh, mal so ein bisschen nach links, damit der Green Man so ein bisschen nach rechts geht. Zack, da stellt sich dann automatisch ein Keyframe und das Ganze sollte klappen. Naja, ist viel zu langsam. Da setzen wir den Keyframe einfach ein bisschen weiter nach links. Und schon ist der Ganze schneller. Ich hoffe, dass das auch Anfänger jetzt verstanden haben, was ich hier so erklärt habe. So ganz professionell erklärt habe. So, zu der Schriftart muss ich sagen, die da benutzt wird. Mit der kann ich euch jetzt nicht dienen, weil das ist eine Schriftart. Aber ich kann euch den Namen in die Beschreibung packen. Weil das ist eine Schriftart, die kostet, glaube ich, $30. Und da habe ich keinen Bock, die auszugeben. Aber mir ist aufgefallen, hey, das sieht ja genauso aus wie die Schriftart Impact. Und deswegen Impact nur ein bisschen in der Höhe so verzogen. Und deswegen möchte ich euch jetzt mal schnell zeigen, wenn ihr die Schrift in Photoshop machen möchtet, wie das Ganze auszusehen hat. Moment. Lädt denn das da jetzt? Weiß er selbst nicht. Ah, hier Impact. So, und wenn ihr jetzt mal hier. Moment, da ist alles groß geschrieben. Beziehungsweise, warte mal, Genre groß geschrieben. Und das da unter S, glaube ich, klein und dann in Anführungsstriche oben. Ist das eigentlich auch in der deutschen Version so? Also alles von den Texten her selbst ist auch auf Deutsch gewesen, nachdem ich es umgestellt habe, aber es stand trotzdem immer bla bla bla, as bla 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 und nicht als. Naja, dann stellen wir den Namen hier größer, da haltet ihr einfach die Steuerungstaste gedrückt. Nein, Moment. Geht natürlich jetzt so einfach nicht, doch mache ich jetzt mal so. Da es ein Vektor ist, verhaut ihr hier auch nichts an Qualität. So, Moment, größer, größer, größer. Ich achte jetzt gerade nur auf Jean. So, und hier kann die Größe wieder auf. So ungefähr. Machen wir gleich 72 daraus. Damit man es auch lesen kann. Und damit das Ganze nicht so weit auseinander ist. Sondern wir wollen es ja wie im Spiel haben. Stellen wir hier diese Höhe. Gott, wie heißt die? Zeilenabstand, den Zeilenabstand auf, könnt ihr hier so nach rechts ziehen. Mache ich denn jetzt mal auf 67. So, wie ihr seht, die Höhe ist hier trotzdem noch verändert. Moment, ist wirklich die Höhe verändert? Text. Nein. Doch, klar ist die Höhe verändert. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt hier gemacht habe, aber auf jeden Fall. Das sieht richtig aus. So, und wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze auch noch so ein bisschen Dwayne. Dwayne. Dwayne, so will ich es Dwayne. Dann habt ihr es so. Was noch fehlt, oh Gott, wie war das jetzt? Ich glaube, ja doch, die Schrift war weiß, ne? Ja. So, dann seht ihr zwar kaum noch was, aber ihr habt ja jetzt gesehen, Jean als Green Man. Ich frage mich selbst gerade, was ich hier für Mist mache. Doppelklick ich hier rauf und was die noch an Effekten hatten, war ein Schlagschatten nach unten rechts. Dafür müsst ihr einfach den Winkel auf ca. 150 Grad, also nach oben links, so gesehen machen. Und dann ist der Schlagschatten unten rechts. Und jetzt könnt ihr entweder euer Textebene so jetzt als PNG speichern oder ihr macht es so wie ich, denn ich zeig's euch jetzt nochmal in Sony Vegas, wie ihr das Ganze machen könnt. Also war das Ganze Mist jetzt für umsonst. Naja. Text, Standardtext, zack, ziehe ich hier rüber. So, 3 Sekunden, S und entfernen. Genre, S. Green Man. Muss ich hier wieder raufklicken, damit ihr auch was seht. So. Er ist Green Man. Also erstmal nicht bold, nicht fett gedruckt. So. Denn
links muss es sein. Und als Schriftart nehmen wir jetzt immer wieder Impact. Das Problem, wenn ihr es in Sony Vegas direkt macht, wäre nur, dass ihr hier nicht so direkt in der Höhe verziehen könnt. Dafür habt ihr aber bessere Qualität, weil ihr es nicht nochmal extra durchgerendert habt und ihr seid auch flexibler, weil ihr es jederzeit wieder ändern könnt. So, die Größe von Jean mache ich jetzt mal auf 120, denke ich mal. Ja, das sieht gut aus. Und die Größe von Ass Green Man, Arsch Green Man, auf 40, nee, ist zu klein. 60, ah, 50, 50, doch, 50 sieht gut aus. Platzierung können wir erstmal so lassen. Und dann gehen wir hier auf Laufweite. Da mag ich es wenigstens, die ein wenig weiter zusammenzuschieben, also ein wenig kleiner zu machen. Das heißt, die Buchstaben ein wenig weiter zusammenzuschieben, dann hat es wenigstens einen kleinen Effekt, auch wenn es in der Höhe verzogen wäre. Hier könnt ihr auch nochmal direkt skalieren, die Größe. So. Ich weiß, ich bin kindisch. Mal hier wieder auf 1,0, weil wir es ja vorhin schon richtig gefunden haben. Und zwar müsst ihr dann auch einfach den Durchschuss kleiner machen. Durchschuss heißt es hier. Damit der Zeilenabstand geringer wird. So, ich weiß jetzt, wie es heißt. Huhu. Und Schatten ziehen. Da haben wir Glück. Denn der Schatten ist gleich schon auf der richtigen Seite. Und zwar unten rechts. So, jetzt könnt ihr hier Event Panorama Cropping auf der Textebene nehmen. Bisschen rausscrollen, damit ihr auch alles seht. Dann verschieben dahin, wo ihr es haben wollt. Ich möchte es jetzt mal hier haben. Und damit da ein bisschen Bewegung reinkommt, ziehen wir es hier bis nach ganz rechts. Gehen wieder ein zurück, damit wir noch alles sehen. Und wenn wir jetzt irgendwas bewegen, wird automatisch ein Keyframe gesetzt. Was ich jetzt mache, ist, ich klicke hier rauf und gehe 10 Positionen nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 3 nach unten. 1, 2, 3. Mit den Pfeiltasten, damit sich das genau nach links und ein Stück nach oben verschiebt. Wieso auch noch nach oben? Weil wir es ja so schräg haben. Das heißt, es muss so schräg auch nach oben links gehen. Wenn es jetzt nur nach links geht, dann passt es nicht thematisch, sage ich mal. Und den Keyframe ziehe ich jetzt noch ganz nach rechts, damit es ja, richtig ist. Schauen wir uns mal an. Bewegt sich das schon mal so. Aber was ich vergessen habe, der nette Herr Greenman bewegt sich noch ein kleines bisschen wird noch ein kleines bisschen größer. Und das machen wir jetzt auch wieder so, dass wir in der Timeline hier ganz nach rechts gehen und ein klein wenig reinzoomen. So. Und dann, wenn wir das gemacht haben, können wir den Keyframe wieder ganz nach außen setzen und schauen uns das mal an. Sieht schon geil aus, ne? Ja, ist geil. Findest geil, ne? So, jetzt gehen wir wieder in Adobe Photoshop. Ich schließe das Ganze jetzt mal und gehe dann wieder auf Neu. Nimm eine Breite und Höhe jetzt mal von 2000, denn meine Projektdaten sind hier übrigens 30 Bilder pro Sekunde und 720p, also 1280 mal 720. Und meine Aufnahme war 60 Bilder pro Sekunde. Wieso habe ich 60 Bilder pro Sekunde aufgenommen, obwohl ich in 30 Bilder pro Sekunde danach rendere? Ich rendere danach in 30 Bilder pro Sekunde, weil YouTube auch nur 30 Bilder pro Sekunde anerkennt. Das heißt, wenn mehr als 30 Bilder pro Sekunde sind, dann wird YouTube das runterkonvertieren auf 30 Bilder pro Sekunde. Aber wenn ihr schon wisst oder vorhabt, Zeitlupeneffekt zu nehmen, dann könnte ich euch empfehlen, nehmt 60 Bilder pro Sekunde anstatt 30 Bilder pro Sekunde, weil dann läuft die Zeitlupe flüssiger. Falls ihr das nicht machen wollt, könnt ihr auch ruhig mal die 1080p-Funktion von eurem Camcorder testen, wenn ihr eine habt. So, aber jetzt dann wieder zu. Das sieht hier übrigens gerade übelst scheiße aus und nicht wirklich weiß, aber ihr habt ja gesehen, Brushes und Weiß und Zeitdruck. Ihr könnt es sonst auch perfekt bei euch ausschnibbeln, wenn ihr es eben perfekt haben wollt. So, jetzt haben wir hier. Ich heiße nicht Gronkh, ich huste ins Mikrofon. Jetzt haben wir hier unsere
Unser neues Projekt mit dem Maßen 2000 mal 2000. Was machen wir jetzt? Wir wollen hier so ein Rising Sun raufbringen. Und ja, aber bevor wir das machen, haue ich jetzt hier mal einfach eine schwarze Ebene hin, erstelle eine neue Ebene, wo wir drauf arbeiten, damit ihr es sehen könnt. Weil wir wollen ein weißes Rising Sun erstellen. Wo kriegen wir das her? Rising Sun Brushes bei Blazter. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das auch im Robert Pack drin war. Falls nicht, könnt ihr euch das einfach so runterladen. Einfach Rising Sun Brushes suchen, zum Beispiel auf DeviantArt. Und ja, wenn ihr das gewählt habt, mache ich jetzt mal bei euren Pinseln natürlich. Dann habt ihr hier die Rising Sun Brushes. Am passendsten finde ich diesen Rising Sun Brush Pinsel Muestreado 43. Okay. Dann wählt ihr als Vordergrundfarbe weiß. Erhöht wieder eure Pinselstärke. Moment, heißt das Stärke? Doch, das heißt Stärke, glaube ich. Und ja, das Maximale ist dann das jetzt schon. Ach, okay, ich weiß jetzt ja, wie ich es gemacht habe. Stimmt. Damit es auch quadratisch wird und nicht hier so rechteckig. Heißt das rechteckig? Keine Ahnung. Tut mir leid. Ja. Behaltet ihr es jetzt auf der Größe oder von mir aus ein größer. So. Damit links und rechts ein bisschen raushängt. Und dann, ja. Klickt ihr einfach mal so in. Bam! In your face, bitch! Steuerung und T. Und dann verzieht ihr es hier einfach nach oben. Shift-Taste diesmal nicht gedrückt gehalten. Und weil ihr eine Maße von 2000 mal 2000 benutzt habt. Okay, jetzt hier müssen. Noch ein bisschen. Naja, nee, so ist schon richtig. So sieht gut aus. So sieht passend aus. Seht ihr, was ich meine? So typisch. Alles klar? Naja, sonst ziehe ich das hier auch nochmal links und rechts so ein bisschen. Wenn ihr die Alt-Taste gedrückt haltet, funktioniert's. Ja, dann könnt ihr auf beiden Seiten gleichzeitig übrigens ziehen. So, jetzt sieht's doch schon mal richtig psychedelic aus. Wenn ich es jetzt hier mal drehe, dann schlaft ihr ein. Ich bin mal gespannt, wie Camtasia das hier aufnimmt und ob er es wirklich schafft aufzunehmen. Wo waren wir? Wo waren wir? Okay. Natürlich abbrechen. So ist das jetzt schon richtig. Schwarze Ebene einfach ausblenden und dann habt ihr hier euer Rising Sun Brush. Da könntet ihr entweder jetzt schon die Deckkraft drunter setzen oder in Sony Vegas die Deckkraft drunter setzen. Ich würde euch empfehlen, in Sony Vegas die Deckkraft drunter zu setzen, weil dann könnt ihr später noch umändern. Datei, speichern unter. Rising Sun Tutorial. So, ich speichere jetzt das nur als PNG und nicht auch als PSD-Datei, weil ich mir ziemlich unsicher bin, dass das richtig ist. Aber falls es nicht in Ordnung sein sollte, ich lasse es erstmal noch offen, bis das Tutorial zu Ende ist oder bis ich es vergessen habe. So, Rising Sun Tutorial. Und das klatschen wir uns jetzt hier rein. Und zip. Und jetzt Rechtsklick, Umschalter, Bildseitenverhältnis beibehalten, Häkchen rausnehmen, Klick. Jetzt gehen wir auf Event Panorama Cropping und sehen, das ist so, Steuerung Z nochmal zurück. Und sehen, dass dieses Feld jetzt hier quadratisch ist, da ist aber nicht mehr quadratisch, das heißt, es sieht langgezogen aus. Was machen wir jetzt? Wir nehmen Bildseitenverhältnis, sperren raus und ziehen das so ein bisschen hier auseinander, damit es da im Fenster, im Vorschaufenster zusammengezogen wird. Dann nehmen wir Bildseitenverhältnis, sperren wieder rein und zoomen rein. Und wenn ihr, wie ihr seht, umso weiter ihr reinzoomt, es passiert fast gar nichts mehr. Und das ist auch gut so. So wollen wir es haben. Aber ihr wollt, dass der Rising Sun Brush in eurem Green Man oder in wen auch immer beginnt, dass da drin der Mittelpunkt ist. So haben wir jetzt. Weil
Das sieht dann eben besser aus, weil so soll das auch sein, dass von ihm kommen die Strahlen. Und was wir jetzt machen müssen, ist, Moment, wird das reichen, dass ich mach's ein bisschen kleiner noch. Moment, so. Was wir jetzt machen müssen, ist das ganze Ding einfach hier mit so einem Keyframe wieder drehen. Aber wenn wir es jetzt hier drehen, zeige ich euch, dann wird der Mittelpunkt an einer anderen Stelle sein, wie ihr jetzt seht, ist da jetzt der Mittelpunkt. Das wollen wir natürlich nicht. Wie können wir das umgehen? Das ist jetzt voll der Profi-Tipp. Hier in der Mitte, in diesem F, ist so ein Punkt drin. Wenn ihr diesen Punkt verschiebt, so als Kreis, dann könnt ihr damit auswählen, wo der Mittelpunkt ist. Und setzt den Mittelpunkt einfach im Mittelpunkt von dem Rising Sun, da wo der beginnt. Und schon, okay, das ist jetzt, naja, ungefähr. Und schon habt ihr gewählt, dass da der Mittelpunkt ist. Wie ihr seht, der größere Kreis ist jetzt auch an einer kleinen anderen Stelle gerückt. Und wenn ihr jetzt das Ganze dreht, bis circa so, dann dreht sich das Ganze um diesen Mittelpunkt. Und das heißt, der Mittelpunkt bleibt an dieser Stelle. Ich muss jetzt nochmal was checken, schnell. Ah, okay, das habe ich natürlich gerade wieder verkackt. Diesen Keyframe lösche ich jetzt hier nochmal. Weil ich schon hier nach rechts gegangen bin, hat er das dann auch so gesehen, als wenn er das in bestimmten Zeitpunkt erst ändern sollte. So, gleich am Anfang da den Mittelpunkt hinsetzen. Denn hier nach rechts gehen. Meine größte Befürchtung ist nicht mal, dass es nicht interessant ist, was ich hier erzähle, aber dass es einfach keiner versteht, weil ich es hier so scheiße erkläre. So, jetzt habe ich hier wieder auf der Timeline nach rechts gezogen und drehe das wieder so ein Stückchen. Wie ihr seht, alles perfekto. Dann kann ich den Keyframe wieder nach rechts, ganz nach rechts ziehen. Wenn ihr euch das jetzt anschaut, dann dreht sich's so nochmal. Und nochmal. Jetzt fällt mir ein. Jetzt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was ist da dran unpassend? Irgendwas passt nicht. Jetzt, kurz bevor das Tutorial zu Ende ist, das Einzige, was wir jetzt noch groß machen müssten, wäre hier die Deckkraft runtersetzen, indem wir hier oben festhalten und der Dreckungsgrad ist 100%. Und den setzen wir einfach mal so auf circa 50%, damit der Hintergrund durchscheint. Und nein, da fehlt sogar noch was anderes. Oh mein Gott, bin ich blöd. Okay, das muss ich gleich nochmal erklären. Und zwar zwei Dinge. Wir haben einen Screenshot gemacht von diesem Männchen. Und werden ja nachher, was ich jetzt eigentlich hätte schon längst wieder machen können, oder auch nicht, wegen den Effekten, wegen den Soundeffekten, die Effekte hier wieder reinbringen. Weil, wenn wir hier einen Screenshot machen, machen wir einen Screenshot von der Vorschau. Und wenn wir in der Vorschau diesen Cartoon-Effekt ausgeschalten haben, wird er da auch ausgeschalten sein. Das heißt, wenn wir nachher den Cartoon-Effekt hier wieder reinbringen, dann wird die Veränderung ziemlich groß sein und das hier ist kein Cartoon-Effekt. Ich habe mich schon gewundert, was da so anders aussieht. Das war der erste Fehler. Okay, ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht live mitgemacht und schaut euch vorher das Video noch einmal an. Falls doch, tut mir leid. Ihr müsst das nochmal ändern. So, und der zweite Fehler ist, Leute, ich habe was bei dem Rising Sun Brush vergessen. Tut mir leid. Und zwar musste auch so ein bisschen grungy abgefressen noch sein. Das machen wir jetzt hier. Nimm uns Pinsel, nimm uns Pinsel. Und nehmen uns dann ein Guanji Pinselpaket. Haben denn hier sowas? Ach, Leute, tut mir leid, das gibt bestimmt hier schon. Moment, oh Gott, das Tutorial geht hier schon fast eine Stunde. Glaube ich. Das war natürlich falsch. Nein. Radiergummi. Ist das hier noch? Genau, Guanji Brush. Und da rotzt ihr jetzt hier einfach so ein bisschen durch und hackt das so ein bisschen weg. Leute. Nein, der Brush ist hässlich, den kenne ich. So, und damit auch noch ein bisschen. Okay, das war ein bisschen dolle. Ein bisschen groß.
So, hack dir hier noch so ein bisschen Rummel. Und ja, dann machen wir die Hintergrundebene weg und sehen jetzt, dass das dann so aussieht. Dann müsste ich es jetzt nochmal speichern und nochmal da einfügen. Und dann sieht es eben so aus wie bei dem Testvideo, was ich gezeigt habe. Und ja, dann sind die auch nicht mehr so gerade. Und ja, im Original ist das auch so, dass sie ja so ein bisschen abgefressen sind. Des Weiteren, ja, das mit den Soundeffekten, das Video geht schon sowieso viel zu lang. Das mit den Soundeffekten zeige ich euch jetzt nicht mehr. Das ist einfach nur, sucht euch passende Soundeffekte raus, packt ihr an einer bestimmten Stelle und das war's eigentlich. Und bei der Hintergrundmusik, da müsst ihr dann gucken, wo bestimmte Beats sind. Zum Beispiel für diesen Übergang hier, da brauchte ich, habe ich eine bestimmte Stelle gesucht, habt ihr ihn gefunden, habt den Anfang so ein bisschen weggemacht, dann an dieser Stelle die bestimmte Stelle hingemacht und dann den Anfang wieder so hingemacht und dann mit Ein- und Ausblendungs-Offset habe ich dann den Anfang und das Ende ein bisschen weicher gemacht, damit das nicht so endet. Und ich habe mir gerade fast meinen Finger gebrochen. Ich habe mir mit der flachen Hand vorne gegen den Finger von der anderen Hand gehauen. Oh Gott, what is los hier mit mir? Und dann, wenn ihr das alles habt, könnt ihr natürlich hier wieder den Cartoon-Effekt einschalten, Leute. Das ist so ein verplantes Tutorial. Das geht in die Geschichte ein. So, da. Und da habe ich da jetzt schon angeschalten. Nee, noch nicht. Und am Anfang. Ich könnte weinen. Nein, da habe ich doch schon. Da habe ich doch schon. Und auch hier. Oh mein Gott. So, schaut's euch an. Ja. Das war's denn. Das war das Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und besonders der Person, die mich gefragt hat, ob ich das Tutorial machen kann, welche mir auch an dem Tag, als ich das gemacht habe, 30 Nachrichten geschickt hat, wie weit bist du und naja, aber ich nehme es dir nicht übel und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wenn ja, macht ein Abo, wenn nicht, behaltet es für euch. Ich bin hier jetzt raus. Hohohoho, das war nicht kopiert. Tschüss Leute, tut mir leid für dieses Tutorial. Bis morgen.